Was ist eigentlich eine Zahlenfolge und wie kann man Zahlenfolgen beschreiben? Darum geht es im heutigen Video. Hey und Hallöchen, ich bin der Markus und ich will euch die Welt erklären. Als Zahlenfolge beschreibt man eine endliche oder unendliche Auflistung fortlaufender nummerierter Objekte. Klingt im ersten Moment vielleicht kompliziert, ist es aber eigentlich nicht. Das heißt einfach nur, viele Zahlen oder sogar unendlich viele Zahlen ist gleich Zahlenfolge. Klingt eigentlich fast zu einfach, als dass man sich tatsächlich im Matheunterricht damit beschäftigen würde, oder? Ja, es ist aber eine schöne Überleitung, um danach auf die Funktionen zu kommen. Und bei der Beschreibung der Zahlenfolgen muss man dann doch auch zumindest noch mal ein bisschen denken. Beschreiben kann man Zahlenfolgen auf zwei unterschiedliche Arten und Weisen, nämlich entweder explizit oder rekursiv. Und damit ich euch gut beschreiben kann, wie man das Ganze macht, wechseln wir einmal ans Whiteboard. Wir beginnen mit der rekursiven Beschreibung einer Zahlenfolge und ich würde vorschlagen, wir nehmen dafür die Fibonacci-Folge, einfach deshalb, weil ich die sehr gerne mag und sie auch relativ einfach zu beschreiben ist. Die Fibonacci-Folge beginnt mit den Zahlen 1 und 1 und danach berechnet sich jede neue Zahl aus den beiden vorhergegangenen Zahlen. Sprich, 1 und 1 ist gleich 2, 2 und 1 ist gleich 3, 3 und 2 ist gleich 5 und so weiter. Das ist ja eigentlich nicht schwer zu verstehen, aber wie berechnet man das Ganze jetzt mathematisch? Erstmal schreiben wir unsere Zahlenfolge in eine Tabelle, denn bei der Tabelle kommen wir nochmal auf zwei wichtige Dinge, die man sich merken muss. Denn jeder Wert unserer Folge wird einer Zahl n zugeordnet und wird bezeichnet als a von n. N ist ganz einfach 1, 2, 3, 4, 5 und so weiter. Und auf die Seite a von n kommt natürlich unsere Zahlenfolge, sprich 1, 1, 2, 3, 5 und so weiter. Und nochmal zum Verstehen, was das Ganze bedeutet. Unsere 3 in der Fibonacci-Folge ist zum Beispiel a von 4. So, fangen wir an mit der rekursiven Beschreibung unserer Zahlenfolge. Als erstes geben wir an, unsere Zahlenfolge beginnt mit dem Wert a1 ist gleich 1. So, und jetzt wollen wir herausfinden, wie berechne ich den nächsten Wert aus den jeweils vorhergehenden Werten? Sprich, wie berechnet sich der Wert an plus 1. Das ist ganz einfach, denn wir wissen ja schon, er berechnet sich aus den beiden vorhergehenden Werten. Sprich, an plus 1 ist gleich a von n plus a von n minus 1. Kurzes Beispiel, wir wollen zum Beispiel a5 berechnen, sprich, was folgt auf a4? Also schreiben wir auf, a4 plus 1 ist gleich a4 plus a4 minus 1. Wenn wir das Ganze jetzt mal zusammenfassen, dann haben wir a5 ist gleich a4 plus a3. Und einmal die Zahlen eingesetzt, a5 ist gleich 3 plus 2 ist gleich 5. Und das ist auch schon die ganze rekursive Beschreibung. Kommen wir zur expliziten Beschreibung, denn die ist, wie ich finde, ein bisschen komplizierter. Denn bei der expliziten Beschreibung errechne ich meinen Wert an ausschließlich aus n und darf nicht auf meine anderen an-Werte zurückgreifen. Das ist bei der Fibonacci-Folge natürlich wahnsinnig kompliziert. Deswegen nehmen wir uns dafür nochmal neue Zahlen, nämlich die Quadratzahlen, denn die sind für eine explizite Beschreibung sehr hübsch. Wie gesagt, jetzt dürfen wir nicht auf unsere anderen an-Werte zurückgreifen, sondern müssen herausfinden, wie berechnet sich unser an-Wert rein aus dem n-Wert. Das ist bei den Quadratzahlen natürlich ganz einfach, man setzt n ins Quadrat, sprich a von n ist gleich n im Quadrat. Kurzes Beispiel, wir wollen herausfinden, was ist a von 4? A von 4 ist gleich 4 im Quadrat ist gleich 16. Schauen wir einmal in unserer Tabelle nach. Es stimmt. Und damit zurück ins Studio. Das war's mit den Zahlenfolgen. Ich hoffe, ich konnte euch das Thema anschaulich erklären. Falls ihr noch Fragen habt, unten in die Kommentare damit. Ansonsten brauche ich natürlich auch wie üblich eure Themenvorschläge, sei es zum Thema der Mathematik oder auch zu ganz anderen Themen, unten in die Kommentare. Unter mir findet ihr dann noch zwei weitere Videos. Abonnieren macht intelligent und Wissen ist sexy. Vogelende.